Um Gottes Willen. Scheiße. Was ist denn nun? Was muss ich denn hier tun? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Also ich muss ja sagen, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Ne? Oh nein, ich hasse dieses Spiel. Ach Mann. Echt, dreh durch. Ich hasse mein Leben, ich hasse dich und ich hasse SpongeBob. Ah. Ey, ab heute, ne? Ich hasse SpongeBob. Scheiße. So, hallo und herzlich willkommen zu dem noch fehlenden zweiten Teil von SpongeBob's Evil Clone. Ja, also der erste Teil war ja schon ganz toll. Tat gerade hier schon die Ohren weh. Wir machen mal New our Game. Our story began with our hero visiting the Krusty Krab for a delicious Krabby Patty. But instead of the friendly SpongeBob, he found an evil clone instead. This clone, a result of Plankton's experiment gone wrong, kidnapped our hero and took him to a dark, foreboding basement and stumbled upon Plankton, who had also been captured by the evil clone. They made a daring escape, battling their way out of the basement. Once free, Plankton revealed a crucial plan to create a weapon powerful enough to defeat the evil clone. This weapon required special ingredients from different dimensions. With determination, the hero embarked on his first journey to an alternate universe to gather the initial items. After the first adventure, he returned with the first ingredients, only to find Plankton dead in the lab. Now Karen takes the guidance. The hero is going to travel through the multiverse of SpongeBob with Karen's guidance. The multiverse is counting on you. Das Multiversum zählt auf mich. Also er hat nochmal zusammengefasst, was im ersten Teil passiert ist. Jetzt geht die Story weiter. This just in. Bikini Bottom is facing its stickiest situation yet. An ugly clone of SpongeBob is on the loose, spreading his evil clones all over town. Destruction is rampant. Folks are terrified. One citizen even quipped, "I thought it's a free jellyfish day, not a free clone day." The government is urging everyone to stay indoors, lock their doors, and stay safe. And on the lighter note, why is there an individual performing a weird dance behind me? Oh, it's Patrick. He's been dancing for weeks for some reason. That's all the time we have for today's news, folks. Remember, keep your doors locked, stay safe, stay indoors. This is your Bikini Bottom reporter, Spazius, signing off. Good night, everyone, and stay safe. Jetzt, okay. Nein. Ich dachte gerade schon, ich hätte schon wieder was verpasst. Bin mir nicht ganz sicher, wann ich jetzt was sagen darf. Wieder mitmachen. Ha. Ich wollte sagen, ich habe bei diesem News Report habe ich hin und her geschwankt zwischen Zuhören und Lesen, was da unten steht, und ich habe nichts behalten. Es wurde nur eine Warnung ausgegeben. Kann ich Hella Flashlight? Ah, okay. Okay. Ich glaube, wir sind hier geendet im ersten Teil. Schaut euch ihn gerne an. Ich kann nicht springen. Schade.
Hier ist Plankton. Karen! Hallo! Oh my god, the evil clone destroyed the place. Ah, das ist gut. Oh mein Gott, der teuflische Klon hat diesen Ort hier zerstört. Stupid Plankton, what have you done? Du dummer Plankton, was hast du getan? Achso, jetzt ich. Er ist tot. Er wollte, war eigentlich dabei, eine Waffe zu machen, um den teuflischen Klon zu töten. Ich war in einer anderen Dimension, oh, ich erinnere mich, mit dem Springen und Schwingen und wo ich wahnsinnig geworden bin, um Mini-Spongebobs und eine Tasse Kaffee zu finden. He told you to bring a cup of coffee? Er hat dir gesagt, du sollst eine Tasse Kaffee mitbringen. Ja. This is not useful. He told you that because he is too lazy to make one. Ja, das ist nicht hilfreich. Er hat es dir nur gesagt, weil er zu faul ist, sich selber eine zu machen. Anyway, this is not enough to make the weapon. You need to bring every SpongeBob from every dimension that exists. Oh nein. Na egal, das reicht nicht, um eine Waffe zu machen. Du musst jede SpongeBob-Seele von SpongeBob's Hole, ja okay, vielleicht auch jeden einzelnen kleinen SpongeBob von jeder Dimension mitbringen, die existiert. The evil clone is trying to destroy all dimensions. He started with ours. Der teuflische Klon versucht, alle Dimensionen zu zerstören und er startet mit unserer. You have to save not just the world, but all the dimensions that ever exist. What? Du musst nicht nur die Welt retten, sondern auch alle Dimensionen, die jemals existieren werden haben, tun. Aber ich wollte doch nur einen Hamburger. You will have one after you save the multiverses. Oh, ich krieg einen, wenn ich alle Multiversen gerettet habe. Na gut, das ist aber ein hoher Preis für einen Krabbenburger. The first dimension you have to go through is where Patrick went crazy, so be careful. Oh nein. Die erste Dimension, die ich geben muss, ist die, in der Patrick durchgedreht ist. Und ich soll vorsichtig sein. The dimension is called Patrick Snap or something. Patrick Snap? Das habe ich schon mal gespielt. Go now and bring the SpongeBob of that dimension. Ob das damit zu tun hat? Enter the portal. Oh, das? Du? Kann ich dich von der anderen Seite betreten? Ich muss doch mal erst alles gucken. Ich gehe von der anderen Seite durch. Genau. Das ist Patrick Snap. Das war ganz schön übel. Bitte erschreck mich nicht. Patrick! Schläfst du wieder? Nein. Das war am letzten Mal auch eine Sandcouch. Ich wusste es, aber naja. Hallo. What are you doing here? Was machst du hier? Ich bin hier, um dir zu helfen. Wieder mal. Really? But there's someone coming in 2 days to help me clean. Wirklich? Aber hier kommt jemand in 2 Tagen und hilft mir sauber machen. I just moved here and my house furniture is complete yet. Ich bin hier gerade eingezogen und meine Möbel sind noch nicht fertig. I could use your help. Go put the box in the storage room. Oh nee, nicht schon wieder. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Pack die Boxen in den Vorratsraum. Okay. Ah. Hallo? Ich will hier durch. Ich weiß, was du da drin hast. Du. Wie lasse ich dich denn wieder fallen? Patrick? Ich weiß nicht, wie das geht. Taschenlampe, okay. Geh! Na, da hätte ich ja drauf kommen können. Ha. Na? Ich brauche in deiner Wohnung eine Taschenlampe. Ich wollte nur gucken, ob du Lampen hast. Ja, du hast Lampen.
tatsächlich. Hallo. Du hast hier eine rote Decke. Das ist mir ja gar nicht. Darf ich in deine Küche? Hallo. Ich gehe noch mal gucken. Hast du ein Kind? Oder fütterst du SpongeBob damit? Wieso? Okay. Achso. Ja, Entschuldigung. Bin leicht ablenkbar. Ich weiß nicht, wie lange das geht hier. Übrigens. Wir werden das aber zusammen herausfinden. Ah. Wenn du hier stehen kannst und zuguckst, ne, hättest du den Scheiß auch selber machen können. Du erschreckst mich jetzt. Ich bin darauf vorbereitet und ich werde mich trotzdem erschrecken. Ah. Nein, bitte nicht. Patrick. Ah, ich kann hier rein. Ich mache mal die Taschenlampe aus hier. Ah. Ich weiß, was du da drin hast. What are you doing? Was machst du? Ich suche nach der Küche. What? Warum? Ich wollte dir etwas Milch bringen. Oh really? Then go bring some milk because I'm gonna kill you after that. Oh wirklich? Dann bring etwas Milch, weil ich danach dich umbringen werde. Was? I mean, I'm gonna play with you. Ich spiele danach mit dir. Ich möchte das nicht. Okay, eine Sekunde. Mach Orangensaft in die Babyflasche. Okay. Orangensaft. Trägt der keinen Orangensaft oder so? Aber warum hat er das dann? Ah, Ei. Hi, du bist aber ekelhaft. Suche nach SpongeBob. Ich weiß, wo du bist. SpongeBob, ich komme. Ich konnte dich beim letzten Mal schon nicht retten. SpongeBob. Schlüssel? Schlüssel. SpongeBob, ich komme. Oh nein, was? SpongeBob. What? Bitte, oh nein. Was soll denn das? Ist das ein Rätsel? Rechts. Sonne? Nee, SpongeBob hängt da. SpongeBob ist weiter unten. Wie? Bitte, wie? Ich drücke einfach den Knopf jetzt. Ich habe das Gefühl, ich muss aufpassen, wo ich hingehe. Ich gehe einfach mal. Who are you? Wer bist du? Help me. Hilf mir. Ja, darum ich hier. He is behind you. Er ist hinter dir. Hallo? Kann ich was tun können? Okay, gucken wir das noch. Hallo? Jetzt kann ich da nicht mehr hin. Heißt das SpongeBob? Ach, warte mal. Das ist SpongeBob. Das ist die geheime Tür. WD. Und dann nur geradeaus. Das müsste dann der nächste Raum sein, ne? Ich nehme hier. Es tut mir leid, wenn ich gerade echt zu blöd bin. Ich nehme hier SpongeBob, gehe mit ihm nach da. Ach, warte mal. 1, 2, 3, 4.
Okay, ich nehme SpongeBob. Wir nähern uns der Sache. Gehe mit ihm nach da, was gerade. Zweiter Kaffee ist noch nicht leer. Was eben nicht so gut funktioniert hat. Und laufe mit ihm da rein. Patrick kommt hinterher, heißt das, oder? Das hier bin ich. Dann. Was ist das hier? Das hier ist Version 2, ne? SpongeBob nehmen und einfach nur geradeaus. Ach so, dann passiert irgendwas und Patrick ist da. Das ist bestimmt eben passiert, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, wer bist du? Ja, geh. Ich hab keine Ahnung. Um Gottes Willen. Scheiße. Kann ich hier meine Taschenlampe einschalten? Ja, kann ich. Es hilft noch nicht. Lauf. Kann ich die fallen lassen? Nein. Okay. Da links ist ein Spalt. Ja, aber muss ich... Hallo? Ich habe SpongeBob jetzt nicht wirklich mitgenommen, ne? Rede mit Karen. Okay. Oh, okay. Du bist mitgekommen. 2 Stunden später. Karen. Was? Okay, hast du ihm gemacht, ja? Das ist sehr nett von dir. Good job there, coward. Gute Arbeit, Angsthase. Halt die Klappe, ich bin kein Angsthase. Your next destination is the Doodlebob Universe. Dein nächstes Reiseziel, Deutsch, ist Doodlebob Universe, das Mal-Universum. I believe Doodlebob needs no introduction. Ich glaube, Doodlebob braucht keine Anleitung. Whatever you do, avoid touching his pencil. Was auch immer du tust, vermeide es, seinen Stift anzufassen. Das klingt. It's time for you to go. Das ist nur in meinem Kopf so, oder? Es ist Zeit für dich zu gehen. Okay. Schnell noch einen Schluck Kaffee dabei. Hallo? Finde Doodlebob und nimm ihn mit. Kann ich irgendwas mit euch tun? Es ist 6 Uhr. Ich, ja, okay. Love your pencil. Wir lieben dich, Bleistift. Hä? Ich gerade in die Wand. Natürlich. Na, guck mal, die Taschenlampe ist ein bisschen hilfreich. Ist hier was drin? Hier kann doch gar nichts drauf liegen, oder? Endlich. Oh, hier ist noch eine Tür. Okay. Hä? Nicht springen. Hi. Hm.
Ich bin irritiert. Du kennst schon da? Hi, wir haben ja eine großartige Party. Komm, tanz mit uns. Wir brauchen dich. Du musst mitkommen, um die Welt zu retten. Na gut, ich werde nur ein paar Sachen zusammensuchen. Warte hier. Hab viel Spaß bei der Party, bis ich wieder da bin. Hallo. Ich würde gerne mitgehen. Hallo, ich möchte... Was? Hä? Doodlebop? Da ist gerade was passiert. Okay, lass uns gehen. Hallo? Doodlebop? Das sieht nicht so gut aus. Wo ist es? Wo ist mein geliebter Stift? Gib mir meinen Stift zurück oder ich werde dich umbringen. Ich hab deinen fucking Stift nicht. Ach so, das war der vorhin. Ich schwöre, Doodlebop, das war ich nicht. Nimm diese Karte und finde meinen Stift jetzt. Nicht? M? Ach du Heiliger, wo bin ich denn? Da unten? Scheiß auf die Map. Läuft hier eine Zeit ab und warum habe ich Herzchen? Finde den Stift. Nichts. Na toll. Ist hier eine Dose. Wofür ist die Dose? Wo bist du? Alter! Bist du denn wahnsinnig? Wofür auch immer diese Dose ist. Mensch. Ihr verpetzt mich! Ihr verpetzt mich, ihr Schweine! Hast du mich einfach gesehen? Nein, du gehst wieder. Die verpetzen mich. Weit genug weg? Sehe ich dich da hoppeln? Nein. Warum wird denn das immer bedrohlicher? Ja, das kann sie ja nur um Stunden handeln. Trinken wir noch einen Schluck Kaffee. Der ist immer noch so nah. Was soll denn das?
Okay, die Küche und das Wohnzimmer hat kein X. Wo bin ich? Wartet mal. Ich wollte gerade auf meinem Monitor zeigen. Das seht ihr natürlich nicht. Ich habe ja, naja, auch keine Maus. In der Mitte, dieser Klotz, unten in der Mitte. Das ist doch bestimmt der lange Gang. Den muss ich erstmal durch. Das heißt, ich muss irgendwie... Ja, halt doch die Klappe. Kannst du mir nichts tun, solange ich die Karte offen habe? Das wäre doch mal was. Guck mal, ich kann sogar laufen mit der Karte. Schade. Aber ich glaube, ich muss da durch. Sag mal. Ah, es wird wieder zum Hassspiel. Es ist die ganze Zeit einfach laut. Noch zwei Herzchen. Was passiert denn dann? Dann resettet er wieder. Hallo. Geh. Ist das dein Scheiß Ernst? Sag mal, wie soll denn das? Ah! Muss durch den Gang, ganz geradeaus und nach links. Irgendwann. Bin jetzt aber nicht. Nee, das, ich kam doch da nicht durch. Das heißt, ich bin irgendwo dazwischen. Was soll denn das? Wieso komme ich hier nicht durch? Ah. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, hier ist kein Ding. Da ist aber ein Schlüssel! Da war ein Schlüssel! Ich habe ihn gesehen! Ach Mann, ey. Wo war das? Was schreist du denn so? Ich soll deinen fucking Stift finden. Lass mich doch auch in Ruhe. Jetzt seid ihr schon wieder da. Warum? Nein, nein. Ist keiner hier. Ich höre dich doch. Kannst du dich einmal bitte zeigen und dann wieder gehen? Warum?
Ich glaube, es wird lauter. Bitte. Rechts von mir? Das muss doch irgendwie anders gehen. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt hat er diese Viecher hier überall hingebracht. Kommt er jetzt nicht? Nur noch ein schönes Herz hin. Geh weg. Er ist nach links gegangen. Das ist doch da, wo ich auch hin muss, oder? Warte mal, also ich bin da. Ich denke, diese Striche sind diese Treppe runter. Und ich bin, scheiße, wo bin ich denn lang gelaufen? Ich war in Panik. Bin ich irgendwo links rein? Ich glaube, ich muss halt. Schlafzimmer, Dachboden. Oh Gott. Oh, Karte weg. Oh. Ich höre nicht mehr, das ist doch gut. Ich muss aber sicherlich auch in die anderen Räume. Nein. Geh weg. Ich werde bestimmt was übersehen. Oh, ich laufe zurück. Mhm. Hier ist so nah wieder ein Schrank. Hier ist auch wieder ein Schrank. Das ist bestimmt übel. Doodlebob, ey. Wer will denn Doodlebob? Natürlich gehe ich da lang, wo er ist. Gehst du bitte an mir vorbei? Nach rechts, schön, weiter. Aber gehört, kommst du von rechts? Ich kann Geräusche nicht zuordnen. Ich höre deinen Sound, aber ich sehe dich nicht. Ja. Was ist denn nun?
Hallo, Lampe? Nochmal zurückgucken. Wo war ich denn? Wo kam ich denn jetzt her? Ist das, wo ich herkam? Kam doch bestimmt hierher, oder? Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Ich habe keine fucking Ahnung. Und hier wird bestimmt nicht offensichtlich ein Schlüssel liegen. Der liegt bestimmt irgendwo, wenn ich überhaupt einen Schlüssel brauche. Natürlich. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Wir kommen nicht hier rein. Ah. Gruselige Musik.mp3 ist zu Ende. Kann ich mit diesem Ding eigentlich in einen Schrank? Kann ich. Ja, ich muss hier auch mal wieder raus, ne? Bitte lass mich nicht in seine Arme laufen. Okay, hier geht's wieder runter. Hier ist er jetzt nicht. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Mensch, kannst du mal... Danke. Nix. Okay. Schnell, solange er nicht da ist. War ich hier schon? War das hier, wo ich vorhin war? Lauf ich im Kreis? Ja. Nee. Ich gehe wieder runter. Oh. Okay. Was muss ich denn hier tun? Was muss ich denn hier tun? Wieso habe ich das noch nicht kapiert? Ich habe einen leuchtenden Fuß. Oder irgendwie sowas. Vor allem, wo bin ich? Ja, jetzt kommst du mir irgendwo entgegen. Das ist auch so... Was? Das ist unfair. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gott. Ich hasse alles. Hallo, kannst du jetzt bitte durch die Tür kommen? Was ist hier mit meinem Trick? Jetzt macht er das nicht mehr. Ja, halt auf die Klappe. Okay. Hier ist ein Mond. Was ist das? Was ist das? So war ich hier vorhin nicht. Okay, was? Geh einmal kurz da rein, bitte. So. Also. Was haben wir gemacht? Wir sind da den Gang runtergegangen. Lang gegangen. Dann bin ich durch irgendeine Tür
Also wenn ich jetzt den... Naja, wie soll ich denn das erklären? Das ist unten der dicke Kasten, dann den langen Gang nach links. Bin ich dann in irgend so einen Raum nach links und rechts und sind das Leitern gegangen? Bin mir nicht sicher. Das bedeutet, bei den X'en ist immer irgendwas. Oder da ist nichts. So, hier ist ein Mond. Da hätte ich das Ding, was ich vorhin gefunden habe, bestimmt draufstellen müssen, ne? Und hier ist das andere Ding. Hier ist ein Stiftteil. Da war bestimmt dahin auch ein Stiftteil. Okay, ich verstehe schon mal das Prinzip. Es ist Richtung Anfang, aber als ob ich zum Anfang finde. Ihr Kackdinger. Kommst du jetzt hier rein oder nicht? Natürlich. Ich habe auch schon wieder vergessen, ob nach links oder nach rechts. Der macht mich auf Pause, ne? Hä? Hab ich doch gerade gesehen. Hier. Diese Musik immer ausgeht, ne? Dupdi-dupdi-du. Ich mache gerade mal für mich ein bisschen heller. In Hoffnung, dass ich dann mehr Kram sehen kann. So. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Doch, da war. Muss ich nach rechts? Ich muss nicht nach rechts, aber jetzt links. Scheiße, da war ein Schrank. Aber hier kommt doch noch mehr, ne? Achso. Nice, Dreck. Jetzt hier runter, immer geradeaus, immer. Ich habe noch zwei Herzchen. Das ist das Ding. So, war das hier wieder zurück?
muss so langsam mal pipi. Richtig? Ich weiß es nicht. Oder auch immer die blöden Türen zu machen muss. Gott, ich dachte, da steht was vor. Nee. War das ein gutes Zeichen mit dem Card? Hier ist das andere Ding. Oh nein. Und ich kann nur eins tragen, ne? Hallo? Oh Gott, ich hasse das, wenn das hier so hakt. Ich kann nur eins tragen. Ein Scheißdreck. Also ich muss ja sagen, das macht überhaupt gar keinen Spaß, ne? Aber ich muss das andere Ding doch noch holen, oder? Ja, das habe ich wieder vergessen, wo es ist. Aha. Immer sobald ich in so einen blöden Schrank reingehe, hi, habe ich die Orientierung verloren. Natürlich. Treppe hoch. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Plakat, was ist denn das jetzt? Das Spiele mit Orientierung, das sind einfach nichts für mich. Ich bin dafür, das müsste vorher einfach mal irgendwo angegeben werden, so, Achtung, Sie müssen hier Orientierungssinn haben. Sie laufen in einem scheiß Labyrinth. Lauf ich dir in die Arme? Scheiße. Na gut. Warte mal, Dreiecksschlüssel habe ich gekriegt. Ach doch, warte, wir haben ein Dreieck. Hier. Entschuldigung. Was zur Hölle ist denn hier los? Ein Kreisschlüssel. Der Kreis. Über der Anfang, oder? Oder? Ja, über der Anfang. Ist der Kreis schon so? Hier ist ein Teil von deinem blöden Bleistift. Und das andere muss ich jetzt immer noch holen. Ach Mann, ich bin so nah dran und ich bitte, ich verkack das wieder. Aber ich möchte auch diese Aufnahme nicht verwerfen mit fast einer Stunde Arbeit. Der ist weit genug weg. Wo kommt er wieder zurück? Scheißdreck war. Es war doch links runter, oder? Oder links rauf.
irgendwo in diesen Dingern. Nach links rum geht's weiter. Ich führe jetzt mal Selbstgespräche. Ne? Hier war ich schon. Nach rechts rum geht's weiter. Hier ist die Zeichnung. Das heißt, hier bist die Einbahnstraße. Scheiße. Okay. Wieder zurück. Und da gegenüber. Also, wenn ich nochmal raufgehen sollte, nach rechts. Ja, ist ja gut. Nach links rum geht's weiter. Hier rein. Nach rechts rum geht's weiter. Der ist gerade woanders. Hier ist die Zeichnung. Hier ist eine Tür. Hier ist das Ding. Scheiße. Ah, gut, aber, ne? Oh mein Gott. So, nicht gegenüber rein. Ja, geh bitte nach links. Danke. Wir haben Zeit. Ist weg, oder? So, jetzt ist die Frage, wo war der Kack? Da ist der Kack. Ich hab die Teile. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Hä? Ich habe doch beide Teile. Brauche ich noch ein Teil? Aber ich verstehe das nicht. Ich dachte, ich hätte es jetzt. Ich bin nur die Bleistiftteile, aber das habe ich doch. Hier oben war der andere Part. Nein. Oh nein, ich weiß es. Ich weiß es. Diese Kackdosendinger, die ich da dauernd auf dem Boden gesehen habe, wo ich gesagt habe, wieso kann man die aufheben? Oh nein, das ist der Radiergummi und die Halterung. Ich verstehe es. Oh nein. Aber wo? Oh nein, ich hasse dieses Spiel. Als ob ich jetzt noch wüsste, wo das war. Aber das war doch nicht so weit weg, oder? Da rechts konnte ich am Anfang nicht rein. Das war irgendwas, wo ich... Nee, hier sind die. Okay. Irgendwo, wo ich so reinlaufen konnte. Ich wüsste auch gerne, wie viele Teile mir jetzt noch fehlen. Ich dachte, das wäre eine Dose. Ich bin auch so doof, ne? Oh nein. Oh nein. Okay. Was ist das mit der Einbahnstraße? Ich habe das schon wieder vergessen. Ach Mann. Fucking Doodlebop. Ich muss zum Klo. Hey, wart ihr? Das war irgendwo gar nicht so schwer zu finden. Draußen, das war hier nicht. Das war hier so ein Scheiß. Gehört das auch dazu? Nein.
Eine Toilette, okay. Warte mal, ist das das Bad? Bin ich da oben? Bad nach links. Ist das Schlafzimmer? Ist das das Schlafzimmer? Tatsächlich. Vom Bad nach links ist das Schlafzimmer. Und daneben ist der Dachboden. Gegenüber ist die Küche. Aha. Ja, da ist der Dachboden. Ja, okay, darunter und darunter und. Halt die Klappe. Ja, hier habe ich euch gefunden. Vorher finde ich euch hier nie und jetzt auf einmal. Das kann doch nicht wahr sein. Raus und nach links geht's weiter. Und noch. Stimmt das, was ich da erzähle? Stimmt doch gar nicht, ne? Ne, stimmt gar nicht. Da doch. Hier sind wieder die beiden Dinger, wo es da weitergeht und das andere ist eine Einbahnstraße. Ja, komm. Ach, das Schneiden wird ein Spaß. So, nach rechts würde es rausgehen. Scheiße. Nach links würde es rausgehen, weitergehen. Ich drehe schon durch. Nach links. Habe ich jetzt die falsche Tür genommen? Nee. Hier ist nichts. Hier ist doch nichts. Hier ist einfach nichts. Wo sind diese blöden Teile? Waren auf dem Weg zu dieser Einbahnstraße noch andere Sachen? Einzelne Räumchen? Hier ist doch auch nichts. Mensch, wo habe ich die Dinger denn gesehen? Ich dreh durch. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt eine Pipi-Pause. Ja. Ich hatte sogar mal einen Bildschirm für Pipi-Pause. Moment, habe ich den noch? Ha! So. Pipi-Pause. In der Zeit gucke ich, wo die scheiß schönen Teile sind. Bis gleich. So. Wo muss ich denn hier wieder hin? Da. Da sind wir wieder. Ich habe gecheatet. Ich weiß jetzt nur nicht, wo der Penner ist, ne? Als die ganze Zeit weiter lief. Wenn man von der Herzentür, also gegenüber der Herzentür quasi am Boden ist der Radiergummi. Und ich glaube, ich habe draußen mit diesen mächtigen Pilzen was vergessen. Ich weiß aber jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich hier bin. So, ist er weit genug weg? Was sind wir denn hier? Dass die Herzentür gewählt. Okay, das heißt, den hier haben wir. Das heißt, nee, warte, hier ist oben. Wo ist denn das draußen gewesen? Bei. Nein. Da. Da. Das Offensichtliche. Hier. Oh Gott. Einfach. Es fehlt nur. Einfach, hätte einfach die Augen aufmachen müssen. Hi. Doodlebop. Danke, dass du meinen Stift zurückgebracht hast. Und danke dir für die Nahtoderfahrung. Gut, dann lass uns jetzt gehen. Ja. Lass uns gehen. Karen, ich habe den Begifteten und den gezeichneten SpongeBob. The next universe is a safe one. You can take a breather. Ja, das nächste Universum ist sicher. Da kann ich zu Ado kommen. SpongeBob lost his job and ended up homeless.
In dem Universum ist hat SpongeBob seinen Job verloren und ist obdachlos. Poor SpongeBob, he's always hungry. Der arme SpongeBob hat immer Hunger. Ich habe nicht das Gefühl, dass das positiv wird für uns. Ja, krieg ich schon hin. All right, off you go. Ja, dann geh mal. Ich bin ja mal gespannt. Oh mein Gott, was ist... Oh Gott, da wird mir auch schlecht. Ist das SpongeBob? Was ist denn mit euch los? Hi, kann ich dir helfen? Bitte hör damit auf. Bitte hör damit auf. Need a job call now. Okay. Was? Sie geheime Zutaten. Brot. 3 Rattenfleisch. Ketchup. Oder irgendwas Rotes und wieder Brot. Oh nein, SpongeBob. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie man eine Ratte tötet. Mit einem Stein erschlagen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, SpongeBob, was ist passiert? Hey, I will say something to you, but ich muss dir etwas Komisches sagen, aber ich brauche deine Hilfe, um die Welt zu retten. Hungriger Krabbenburger. Was? Du sollst einfach mit in mein Universum kommen. Wir brauchen dich da. Ja, Tuna. Ja. Was? Make one now. Mach einen jetzt, ich muss es. Okay. Hi. Okay, also Brot. Oh. Brot? 3 Rattenfleisch. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein hingekullert? Hab ich es jetzt kaputt gemacht, weil mein Stein weg? Da kullert er immer noch rum. Ja. Huch, willkommen bei der Game Bar. Was für eine Game Bar? Was habe ich da gerade gedrückt? Das habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. Boah. Oh, lieber würde man das sehen als das hier. 2 und super light. Wir haben übrigens auch wieder eine Ratte im Garten. Versuche sie verzweifelt zu fangen. Ich brauche Brot. Hast du Brot? Nein, okay. Hast du Brot? Was ist denn hier von Brot? Oh Gott, der macht mich ja wahnsinnig. Ich habe kein Brot. Ich brauche Brot. Was ist das? YouTuber Kylos Critics Evil Clone. Ist das passiert? Ich kritisiere Doodlebob. Ja, wie mache ich denn? Ich brauche Brot. Das ist doch Brot, oder? Ach Mensch, kannst du mal aufhören? Ich weiß, ich brauche von dir was Rotes gleich, aber... Hallo, kannst du mir bitte sagen, wie ich am Brot komme? Hast du Brot? Warte mal. Hier mit dem Brot. Ja, oh, ja, ist ja gut. Oh Gott. Hä? Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich hier doch langlaufen. Mit Stein kann ich ein bisschen weiterlaufen. Ich nehme dich mal wieder mit. Ich verstehe nicht.
Kann ich hocken? Nein, ich kann nicht hocken. Rot. 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 Was könnte in deiner Welt als Brot durchgehen? Ich kann einfach nichts hier aufheben. Das sieht doch ein bisschen aus wie Brot. Das ist Brot. Brot. Dreimal Rattenfleisch. Oh, das dritte Rattenfleisch. Oh, ich habe nicht gemerkt, wo ich die Ratte da. Oh Gott. Ketchup oder irgendwas, was rot ist. Und nochmal Brot. Hier, bitteschön. Bist du jetzt glücklich? Yes. Ja. Kannst du mir jetzt helfen, die Welt zu retten? Nein, nein. Werde ich sterben? Vielleicht nicht. Okay, let's go. Okay, dann gehen wir. Okay. Ja, das sind ja so Ballen hier. Wir sollen jetzt die Welt retten. Your next destination is the Nightmare in Squidville. Noch weiter! Dein nächstes Reiseziel ist der Albtraum in Squidville. In this universe, Squidville has gone mad. Oh, in diesem Universum Squidward? Oder heißt das so eine Stadt? Also entweder er oder eine Stadt ist verrückt geworden. You might need a weapon. I've crafted a gun for you. Und sie hat uns eine Waffe gemacht. Go, grab the gun. Ich nehme dir die Waffe. Oh, ich I always Glück. Do. We're friends and we're in this together. Wir sind Freunde und sind hier zusammen, ja? Dann geh du doch. Take the gun. Oh, armer Plankton. Oh, kann ich bitte die Mütze haben? Tschüss. Bin der SpongeBob. Wie kann ich denn schießen? Ich bin der SpongeBob, okay. Go, go, go. Hi, I am Mr. Krabs. Hallo, ich bin Mr. Krabs. Weißt du, wo SpongeBob ist? Nee, du? He is behind you. Er ist hinter dir. What? Freeze, Mr. Krabs? Wenn ich jetzt gesehen hätte, wo er hingelaufen ist. Wo bist du? Da ist sowas ein. Sag mal. Dürfte noch. Der hat irgendwas in der Hand. Der hat das geklaut, was ich haben wollte, ne? Was hast du da in der Hand? Du hast auch eine Waffe?
ich noch irgendwas tun? Aber wie oft muss ich denn auf dich schießen? Oh, er ist langsamer. Oh, hi. Darf ich das? Kein SpongeBob, okay. Ich kann nicht schießen. Es leuchtet jetzt cool. Kann ich hier aufmachen? Nein. Finde SpongeBob. Okay. Hör ich Lichtern? Ja. Yeah. Rette SpongeBob? Oh. Vor wen? Wem? Was? Können wir gehen, SpongeBob? Gehen wir irgendwo hin? What's happening? Oh. Was ist passiert? Ja, das ist eine lange Story, SpongeBob. Aber jetzt erstmal versteck dich mal und sobald du ein Portal siehst, renn da bloß rein, so schnell wie du kannst. Und jetzt verschwinde, versteck dich. Sag mal. Ja. Gott. Oh, Alter. Ein Schluck Kaffee. What's happening? Oh, mir tun die Augen weh. Gibt's einen Trick? What's happening? Alle mal die Augen zu machen. Ne, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Ich bin gleich schon wieder tot. Oder? Im gleichen Rhythmus bleibe. Maus gedrückt halten, immer wieder hochheben und ich habe nicht so viel Platz hier auf meinem Tisch. Ah. Können wir bitte jetzt aufhören? Das ist ein bisschen anstrengend. 2000 years later. Langsam rutscht mir die Maus aus der Hand. Escape.
Wie? Warten, wo? Kann noch nichts drücken. Du kennst den Weg, oder was? Bin schneller als du. Los, lauf. Ich hab mich nicht umgeguckt. Wollte das einfach nicht nochmal machen. Sandy, was machst du hier? Und du? I'm here to help you. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ah, keine Sorge, wir werden den bösen Klon schon besiegen. Certainly hope so. Ja, hoffe ich auch. Was mit dir? Tadde? I had my life, I had you, I had SpongeBob. Ich hasse mein Leben, ich hasse dich und ich hasse SpongeBob. But I have to help. Aber ich muss helfen. If you are sad, always help people and make them smile so they don't feel sad too. What? Wenn du immer traurig bist, Leuten, if you are sad, always help people and make them smile so they don't feel sad too. Ja, wenn du den Leuten hilfst, dann fühlen sie sich nicht traurig. Danke, denke ich. Welcome. Ja, nicht gern geschehen. Please just leave me be. Lass mich einfach hier nur sein. Ich muss jetzt alleine sein. Just want some time to reminisce about my pencil. Er muss über seinen Stift nachdenken. Hi, sagst du? Oh Gott, bist gruselig. Sagst du was? Go away, card. Geh weg, Feigling. Ich hab dich gerettet, du Penner. That was very scary. Ja, das war's. Thank you for saving me. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, Gangshin. So, mit dir habe ich jetzt gesprochen. Mit dir habe ich gesprochen. Muss ich noch irgendwas? Was ist zur Hölle hier alles? Los. Okay, Karen. Was nun? Good job, but be careful. The evil clone is now stronger. Gott, jetzt Bosskampf oder was? Gute Arbeit, aber sei vorsichtig. Der böse Klon ist jetzt he can stärker. Travel through universes and change his size. Er kann durch die Universen reisen und seine Größe ändern. Ja, er war ein Gigant und hat mich fast gekriegt eben. Sandy and Squidward have arrived to help. They will assist in bringing the SpongeBobs. Sandy und Turtle sind hier angekommen, um zu helfen. Sie werden assistieren in SpongeBob. There are still many bringen. Universes left. We have a long way to go. Was? Gibt's immer noch so viele Universen? Wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Ich habe vorhin Videos gesehen und die Länge war kürzer als das, was ich bisher gemacht habe. Ich meine, ja, okay, ich bin ja auch ein bisschen doof, aber... After days of collecting SpongeBob... Ah, okay. Nach ein paar Tagen... So SpongeBobs gesammelt haben. Die sind immer noch am furchtbarsten. Karen, there's just one SpongeBob left. Es fehlt nur noch ein SpongeBob. It's the SpongeBob of our universe. Es ist der SpongeBob aus unserem Universum. The evil clone has locked him in the basement to escape from. Der teuflische Klon hat ihn in seinem Keller eingesperrt. Basement, wo ich geflohen bin. Oh Gott, das war furchtbar. The basement is now guarded by a small clone. Sei vorsichtig, der Keller wird jetzt bewacht von kleinen Klonen. You're going to need your gun. Du brauchst eine Waffe. Ready to defeat this. Ich bin bereit, diesen Hesslohn-Kopfklon zu töten. Liegt irgendwo noch die Waffe? Habe ich sie dabei? Vielleicht hier mal. Oh Gott, das wird viel gebrannt hier. Oh Gottes Willen. Warum ist der so laut? Was ist das hier?
Ja, war es ein so kleiner Pups hier? Wo sie rennen. Ach, come on. Also, ach, ey. Nicht. Du wärst hier lang. Was liegt hier? Ein Schlüssel. Es ist ja echt sehr spät. Ich möchte da jetzt mal hingucken, bitte. Kann ich jetzt bitte hier einmal gucken? Okay. Ich sehe nichts, ne? Ich meine, ihr noch weniger, aber ich habe das extra schon. Ich kann nicht auf Pause drücken, ne? Kann ich mal ganz kurz in meinen Einstellungen was machen? Ich bin sofort wieder. Ich gehe ganz schnell hier. Oh Gott, nein. Jetzt wartet doch mal hier. Ich muss. Eine Sekunde. Bildschirm kalibrieren. Ja. So. Ganz auf weiß, bitte. So. Hinter mir kommt nichts. Gott. There is no key hier. Aber warte mal, muss ich da hinten den Schlüssel jetzt nochmal holen? Sieht nämlich fast so aus. Mehr vermuten als wirklich sehen, ne? Was ihr seht, wo ich hinschieße. Uha. Ja, dann gehe ich da nicht rein, wenn da kein Dings sein soll. Wenn da jetzt was rauskommt, bin ich geliefert. Hören die irgendwann auch mal auf? Sind die irgendwann mal alle?
1, 2, 1, 2. 1. Scheiße. Das hier ein Spawnpunkt? Anscheinend. Okay. Ich hole den Schlüssel auch gleich. Beziehungsweise wenn ich nochmal aufgegangen bin. Ich möchte hier einmal gucken, ob es hier irgendwas gibt, was ich brauche. Oh, ist das ein nerviges Spiel. Es wurde sich vor Ewigkeiten gewünscht. Und dann habe ich ja erst den ersten Teil gespielt, der mich schon wahnsinnig gemacht hat. Also hier hängt ein Zettel von dem SpongeBob, der gerettet werden will, und der böse Klon hat das geändert in hier, mir geht's gut und ihr braucht mich nicht retten. Ich habe das Gefühl, hier sind jetzt 30 Stück vor. Ich werde das jetzt noch einmal versuchen. Noch einmal. Und dann werde ich es morgen vielleicht nochmal versuchen. Weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe sehr Hunger. Und ich muss heute noch arbeiten. Und ich bin genervt. Und wenn ich genervt bin, dann schaffe ich Spiele eher weniger gut. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze schneide. Vielleicht sage ich auch Tschüss für heute. Und vielleicht schon mal danke bis zum nächsten Mal. Ansonsten schneide ich das Ganze ja wieder raus. Memo an mich, falls ich es nicht überhöre. Ah.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe ein Video geguckt. Ich weiß, wo zwei der Schlüssel liegen. Den dritten habe ich schon wieder vergessen. Ja, schrei du mal. Ich mache noch meinen Bildschirm heller. Was mit E? Okay. Es gibt ein Muster. Halt, warte mal. Ah, okay. Es gibt ein... Ja, natürlich, das war auch klar. Es gibt ein Muster, wie die hier auftauchen. So, der erste ist natürlich hier. Das haben wir ja schon gesehen. Und ich weiß immer noch nicht, ob das... Ich habe das Gefühl, es liegt an mir, dass ich die Geräusche nicht zuordnen kann. Eins, zwei. Und es kommt von links. Okay, von links kommt eine. Links kommt ein zweiter. Was mit geradeaus? Nein. Links kommt einer, von links kommt ein zweiter eigentlich noch, oder? Nein? Ich dachte, es gibt ein Muster. Okay, wir machen das gleich. Alles wird gut. So, wir gehen da jetzt einfach rein. Los. Und jetzt gehen wir wieder raus. Ich bin schon wieder irritiert, weil ich weiß nicht mehr genau. Oh, da ist der Spawner. Scheiße. Hi. Ich möchte euch hier mal angucken. Das haben wir nämlich bisher nicht gesehen. Kann ich auch nicht zerstören, ne? Boom, Gottes Willen. So. Weg. Ah, scheiße. Dass der immer... Nein, wir regen uns nicht auf. Wir regen uns nicht auf. Ich weiß, es ist nicht mehr weit bis Spielende und ich möchte dieses schöne Spiel beenden. Ich denke, da unten ist es irgendwas rechts von mir, aber es ist mein Schatten. Gott. So, links. Da ist noch einer. Jetzt aber. Nimm. Ach, da hat mein Nacken geknackt. Ja, wisst ihr was? Ich stelle jetzt meinen Bildschirm heller. Das ist doch unfassbar. Das kann doch nicht sein, dass ich nichts sehen kann. Ja, das war der falsche Knopf. Wir machen einfach mal aus. So, mein Bildschirm steht jetzt auf 100. Und ich sehe immer noch nicht mehr. Das ist doch unfassbar. Ein klein bisschen kann ich es ja ahnen. Oh Gott, das war...
aber auch nicht immer. Na, ist links kaputt oder was? Nimm. Na, hallo, hallo. Wieso? Ah. Oh Gott, das fällt. Ich bin gerade irgendwie rausgelutscht mit meiner Maus. Warte mal. Huch. Was? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe irgendetwas mit meinem Streamlabs gemacht. Ich habe jetzt eine ganz komische Ansicht. Aber wieso? Ah, Mensch. Wie bin ich denn da rausgekommen? Kann ich durch Türen schießen? Damit ich es besser schneiden kann, sage ich jetzt mal nichts mehr. Okay. So, hi. Aber mir fehlt noch einer. Und das ist genau der, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Keinen hinter mir habe. 1, 2. Vermutung. Da, wo meine in Anführungsstrichen Freunde. Wo war denn das? Scheiße. Orientierung verloren. Kacke. Kommen wir da raus, ne? Okay, hier ist SpongeBob. Was hier? Ah. 1. Na komm. 2. Scheiße. War es richtig? War es richtig? War es richtig? War es falsch? Scheiße, hier ist ein Spawner. Kacke. Aber das war hier, oder? Schlüssel.
So, komm du noch einmal hier. So. Scheiße. Wo? Nee, das ist der Weg zurück, oder? Ist das der Weg zurück? Fuck, das geht doch nicht gut. Ich weiß gerade nicht, was ich hier tue. Okay. Schluckappi. Sonst keiner, oder? Ich geh jetzt gucken. Many unbearable hours later. So. Ich war kurz weg. Bei dem Netz, was da auf dem Boden liegt, an so einer Fackel. Und ich möchte einmal eine Theorie, was ich vorher nicht ganz so direkt gesehen habe, testen. Kann es sein, dass ihr nicht an diese Fackeln könnt? Dass ich hier safe bin oder sind es nur die zwei Fackeln? Oh, ist er nicht süß? Oh, sind sie nicht süß? Oh, guck mal. Die beiden. Nochmal. Weg hier. Hast du noch mal meine Theorie? Ständig drückt er nach. Hi. Kommt von da jetzt noch einer? Nein. Dann gehen wir jetzt hier rein. Hier ist eine Fackel. Irgendwo kommt der. Hallo? Ich übersehe bestimmt gleich einen, weil er irgendwo da rumsteht. Das finde ich aber jetzt nicht. Ach, so ist das. Scheiße, das wird mir doch zum Verhängnis hier werden. Puh, Gott. Ich habe Angst. Eins, zwei. Hier ist die Fackel. Eins. Zwei. War hier noch irgendwo einer? Nein. Scheiße. Ah, was hier?
glaube ja. Habe ich jetzt alle? Oh Gott. Follow me, follow me. Wohin soll ich dir folgen? Ja, achso, Enter. Please don't let them eat me. Please don't let them eat me. Bitte lass sie mich nicht essen. Ja, follow me. Also, hä? Ach so. Er soll mir jetzt folgen? Escape. Oh Gott, nein. Ah. Bist du hier? Ja, okay. Okay. Wo sind sie denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Oh Gott, das ist SpongeBob. Bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht einfach. Ich hasse SpongeBob. Laufen wir irgendwo vorweg oder bist du einfach nur bekloppt? Ey, ab heute, ne? Ich hasse SpongeBob. Das kann nicht sein. Oh, ey. Karen, wo bist du? Da bist du. Ihr seid schon gruselig. Der Kiffer-Spongebob finde ich sehr stimm und ihn, aber vor allen Dingen auch, dass für mich gar kein Spongebob ist. Karen, ich habe alle. Good job, we did it. Wir haben es geschafft. Now, go press that button. It will absorb the souls of the Spongebobs and create the weapon. Jetzt geh und drück den Knopf. Das wird die Seelen der SpongeBobs absorbieren und eine Waffe kreieren. It's time for us to end this chaos. Es ist Zeit, damit wir, ich kenne dieses Wir, das ist genauso wie wir machen Essen. Mhm. Ich kenne dieses Wir. Das Chaos beenden. Ja, es ist. Danke für deine Hilfe, Karen. No, thank you. Without you, this would have been impossible. Nein, ich danke dir. Ohne deine Hilfe wäre das unmöglich gewesen. Go, it's time. Ja, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. Okay, es ist Zeit. So viele Sachen und ein kleiner Mini-Popel-Knopf auf dem Boden. Okay, kann ich hier rausgehen? Nein. Armer Plankton. Gut. Oh, ich stehe auch in so einem Ding. Rede mit Karen. Achso, hi. Was tust du da, Karen? Ja, ich wusste doch, das kann nicht richtig sein. You naive fool, I used you. Du Dummkopf, ich habe dich benutzt. The evil clone activated me when I was off. Der teuflische Klon hat mich aktiviert, als ich offline war. He showed me the truth. Ich habe mir die Wahrheit gezeigt. Him and I. Wir können die Welt beherrschen, er und ich. Aber ich dachte, wir wären Freunde. There are no friends in the real world, kiddo. Oh, es gibt keine Freunde in der realen Welt, kiddo. I will kill both of you. Ah, oh, es ist ja zu früh für mich. Ich werde euch beide umbringen. Enjoy the poisoned gas. Cool. Genieße das giftige Gas. Gas, du Dunkel. Muss ich noch was tun jetzt? Sandy? Kommt mir ein Eichhörnchen zur Hilfe? Eine Stunde später. Sandy? SpongeBob? Sandy? Oh mein Gott! Sandy, du bist zurück. Danke, dass du mich gerettet hast. Es ist keine Zeit zum Danke sagen. Das ist das Ende. Du musst ein Ende diesem Chaos setzen. Der teuflische Klon ist jetzt im... Ich kann Wörter immer noch nicht übersetzen. Du kannst ihn vielleicht nicht umbringen, aber du kannst ihn signifikant schwächen. Also, damit er nicht mehr die was ist denn Void Leere? Das ist so dieses schwarze Feld, das Nichts. Das Nichts ist nichts, das Richtige. You see the portal back to our world run as fast as you can. Sobald du das Portal zurück in unsere Welt siehst, renne so schnell du kannst.
and the other will be stuck here forever. Oh, wer als erstes... Entschuldigung, wer als erstes diese Welt, das Void da verlässt, wird wieder hier sein und der andere wird da bleiben. Wenn ich sterbe, nimm die Waffe und sag mir, wenn du fertig bist. Ich werde dem allen ein Ende setzen, keine Sorge. Take the gun. Welche Gun? Diese Gun. Was ist das? Ja, wenn ready, kann ich noch irgendwas anderes tun? Ganze Arbeit für nichts. Ich bin fertig. Viel Glück. Oh mein Gott, ich kann springen. Ich kann springen. Ich weiß nicht, ob mich das freut. Okay, sobald du es verteilt. Ist meine Taktik gut? Sobald du das Portal siehst, renn. Du! Scheiße. Achso, deswegen kann ich springen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Sobald du das Portal siehst, da rein und dann hier, wenn diese Kreise kommen, dann muss ich springen. Okay, ich verstehe. Scheiße, ich halte mich nicht an meine Ansagen. Oh Gott. Sag mal. Das ist ein Herz. Warte mal. Scheiße. Oh Gottes Willen, mit dem ganz hellen Bildschirm hier immer noch, ne? Wo sind denn die Herzchen da? Okay, lass mich mal kurz hier. Bleiben denn die Herzchen? Sind hier mehrere? Oh Gott, ich sehe überhaupt nichts. Alter. Alter, hallo, hallo, ich sehe nichts. Oh Gott. Thank you.
leid, dass ich nicht viel sage. Ich bin konzentriert. Schießen. Sequenz, muss ich was tun? Das ist das Portal, ich sehe es. Kann ich einen Schluck Kaffee trinken? Ich weiß es nicht. Oh, oh Gott, ich laufe in Zeitlupe. Oh Gott, nein. Wo ist er? Schneller, um Gottes Willen. Schon vorher loslaufen können. Oh nein! Wer als erstes da reinkommt, der kommt weg und wer zurückbleibt, der bleibt immer dort. Ah. Ich kann nicht springen und nix. Nein, du bist der böse Klon. Wahrscheinlich kommt der da raus. Ich bin der böse Klon. Ich bin schneller als du. Dum, di, dum, di, dum, di, dum. Ich bin wirklich schneller als er, ne? Halt dir alle Knöpfe gedrückt. Dramatisch. Mit letzter Kraft schleppen wir uns beide zum Portal. Niemals! Ja, stehen bleiben. Oh Gott, ich kann stehen bleiben. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Du schaffst das. Das bin ich nicht. Geh. Geh. Mehr nicht. Das Spiel Spaß gemacht, so wie uns das Spaß gemacht hat, es zu kreieren. Wenn du das getan hast, dann überleg dir einen Kommentar zu hinterlassen. Ja, macht auch schneller. Don't forget to kommt auf unseren Discord. Unseren Discord, you have the chance to see free games in future. Da gibt's gratis Games. Danke fürs Spielen. Na, ich hab's nicht ganz so enjoyed. Donate or review. YouTube. Narrator Reporter. Das war's. Also, da hätte jetzt noch eine Szene kommen können, ne? Mit hier, du hast die Welt gerettet oder so. Oh, Gottes Willen. Das wird so eine Arbeit zu schneiden. Ah. Und ihr könnt es in einem Stück gucken. Und ich sitze da jetzt ewig dran. Ah. Oh Gott, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann erstmal vielen Dank. Es war eine Qual für mich. Ich hoffe nicht für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, mich fallen zu sehen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und oder einen Kommentar und ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Das kostet auch nichts und ich hoffe, es gibt keinen Teil 3. Bis zum nächsten Mal in einem anderen Spiel. Tschüssi!